Vatasana, die Windstellung, ist ein Asana, welches laut Garotes Lexikon of Traditional Asana, Encyclopedia of Traditional Asanas, erwähnt wird in der Narada Purana, aber nicht beschrieben wird. So wissen wir nicht, was dieser doch etwas ältere Text unter Vatasana verstanden hat. Man könnte aber sagen, Vata hat etwas mit Pavana zu tun und eventuell ist hier Pavana Muktasana gemeint. Raffaella zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage ausgehend beuge die Knie und fasse mit beiden Händen um die Knie oder gib sogar die Unterarme um die Schienbeine und fasse mit den Händen um die Ellbogen. Atme dabei tief ein und aus. Diese Stellung ist eine gute Übung für die Verdauungsorgane. Sie hilft, den Rücken zu entspannen und hilft auch, Vata zur Ruhe zu bringen. Und deshalb kann man diese gute auch als Vatasana bezeichnen, als Übung, um Vata zur Ruhe zu bringen. Vatasana könnte man auch als Gruppe von Asanas bezeichnen, um Vata zur Ruhe zu bringen. Im Ayurveda kennen wir ja Vata, Pitta und Kapha. Und so gibt es Asanas, die helfen, Vata zur Ruhe zu bringen, Vata-beruhigende Asanas. Es gibt Pitta-beruhigende Asanas und Kapha-beruhigende Asanas. Und wenn du wissen willst, welche dazu gehören, dann mache bei Yoga Vidya die Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildung mit. Dort erfährst du mehr darüber. www.yoga-vidya.de